Alle vier Protagonisten des Hashtag iStrip sind mehrfach negativ auf Corona getestet. Die Produktion dieser Vlog-Documentary findet unter Einhaltung aller Covid-19-Richtlinien statt. Mehr dazu später im Video. Viel Spaß! Guten Morgen, Leute, zum vorerst letzten Mal zum Vlogdown hier aus Köln. Die Stadt erwacht so langsam und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn für uns geht es jetzt ja gleich nach Island, Richtung Island. Es ist alles natürlich nicht ganz ohne, eine Woche Quarantäne wartet auf uns, aber wir wollen es möglich machen, wir wollen was Geiles für euch produzieren, wir wollen das menschenleere Island nutzen und allgemein zu allem, wie die Regelungen aussehen, warum wir das wie wo machen, sage ich euch am Ende was. Also wenn euch das Thema interessiert, bleibt bis zum Ende dran und schreibt davor keine Kommentare. Ist alles sehr durchdacht. Aber ja, letzter Blick hier einmal raus auf Köln. Noch ist der Dom hier beleuchtet, aber gleich wird alles hell. Und passenderweise fängt unser Trip auch damit an, dass irgendwo hier gerade die Jungs mit unserem Elektro-EQV unterwegs sind und mich hier standesgemäß mit dem Shuttle abholen. Spiek in Winterjacke. Check, es wird nämlich kalt natürlich. Moin. Moin. Gut, da ist schon ordentlich Equipment drin. Jo, hier auch. Morgen. Moin erstmal. Seit wann haben wir eigentlich Kissen hier am Start? Das ist ja chillig. Auf nach Frankfurt. Elektro-Polster 2 hier am Start, Leute. Das ist ein cooles Auto. Und wir sind ja auch komplett elektrisch unterwegs. Den bin ich auch schon gefahren, letztes Jahr beim goldenen Lenkrad. Wir brauchen hier als Produktionsauto aber was Größeres. Deswegen haben wir den EQV auch komplett elektrisch. Und als Shuttle, sag ich mal, es gibt kaum was Besseres. Ja? Also ich nehme euch mal nach hier hinten. Ich habe selbst mit den ganzen Koffern so viel Platz hier. Meine Eltern, die sitzen da vorne. Aber ja, was machen wir auf Island? Wir haben da was Besonderes vor. Wir werden an Grenzen gehen. Wir werden krasse Sachen sehen. Aber zu all dem später mehr, denn eine Person fehlt ja noch, ne? Weil wir sind natürlich zu dritt schon mal unterwegs. Einmal zusammen mit dem Tim, zusammen mit Micha. Aber die nächste Person, die treffen wir jetzt erst am Flughafen. Alright, Leute. So im Hinblick auf die ganze Corona-Thematik ist jetzt natürlich die nächsten paar Stunden am wichtigsten, dass wir uns richtig korrekt verhalten. Wir haben allesamt in den letzten Tagen unsere Kontakte auf ein absolutes Minimum reduziert. Ja, also ich habe bis auf Lisa niemanden gesehen. Meine sonstigen menschlichen Interaktionen, abseits von Videokonferenzen, haben sich auf meinen Nachbarn beschränkt, der über den Balkon gesagt hat, ich soll leiser vloggen. Hallo, mein Junge! Yes! Bisschen leiser sein, bitte. Ja, alles gut, ich höre auf, danke. Denn auch wenn der Corona-Inzidenzwert in Deutschland sinkt, ist er natürlich immer noch auf einem recht hohen Niveau. Wo wir hingehen in Island, ist Corona fast ausgerottet. Wir hatten in der ganzen letzten Woche jetzt keine einzige Neuinfektion mehr, die in Island passiert ist. Die lassen trotzdem gerne Leute aus dem Ausland ins Land rein, weil ein großer Teil von Islands Wirtschaft basiert darauf. Aber jeder, der reinkommt, muss sich halt testen lassen und in Quarantäne. Und für uns heißt es natürlich auch, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas reinbringen ins Land. Deswegen verhalten wir uns so vorsichtig wie möglich, machen die ganzen Tests, Quarantäne und so weiter. Und jetzt am Flughafen logischerweise Maske auf. Gar nichts dabei. Was haben wir denn eigentlich? Es ist so viel Equipment. So krass. Die ganze Longboard-Tour habe ich mit einer Leica gefilmt, mit so einer Mini-Kamera. Und jetzt brauchen wir das hier. Aber es soll ja auch geil werden. Und apropos Longboard-Tour, könnt ihr auf TikTok mal vorbeischauen. Da gibt es jetzt jeden Tag einen Tag der Longboard-Tour nochmal so als kleines TikTok-Video auf @felixlahn. Na? Gut. Hi. Ordentlich Betrieb hier am Flughafen Frankfurt. Und das ist er, Leute. Da ist Jonah mit am Start. Jonah Plank. Aber was verbindet halt Jonah und mich? Ich würde sagen, wir sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen qualitativ krasse Videos, Vlogs in erster Linie. Und aber auch Autos. Ja, stimmt. Beide machen viel so im Autobereich. Ja. Und da dachten wir, wir machen nichts Normales. Ne? Wir machen nichts Normales, wir machen ein bisschen was Extremeres, was vielleicht auch nicht unbedingt gut ausgehen könnte. Was noch niemand so genau vor uns gemacht hat und was auch nicht gut ausgeht, ist, wenn wir länger hier sitzen, Leute. Also, Flugzeug geklappt. Du hast jetzt eins ja kein Essen eingefahren. Guck mal, die Schwaben hier am Start. Ja. Jeder, du wirst das noch bereuen, sag ich dir. Auf Island müssen wir eine Woche in Quarantäne gehen und dann darfst du auch nicht in den Supermarkt gehen. Die einzige Alternative ist irgendwie, dass wir uns Essen bestellen, was wir auf dem Weg vom Flughafen dann abholen auf dem Parkplatz irgendwo. Wir müssen vorm Abflug
Essen noch bestellen in der App. Ach shit, wirklich? Ja, ist kein Witz. Wir haben wirklich sonst kein Essen. Man darf nicht irgendwo extra hinfahren. Nur am ersten Tag auf dem Weg vom Flughafen zur Unterkunft dürfen wir noch irgendwas abholen. Sonst nix. Wir müssen jetzt bestellen. Ist kein Witz. Wie hast denn du gedacht, essen wir denn? Jäger, Sammler. Deswegen, wenn das schief geht, haben wir immerhin das hier. Du nicht. Ja, die 100 Kalorien habe ich mir gespart. Das ist halt irgendwie isländisch, ne? Das ist so Tukbunsidirvara Frafölda. Ich kann auch einfach so einen Saftfasten oder so machen, die Zeit, wo wir jetzt da sind. Guck, da, da. Da, doch, geht. Hier, Fleisch, Kartoffeln. Wir nehmen einfach beides. Es gibt Lammsteak mit Pfannkuchen. Das heißt Berliner. Oh nein, das ist so eine der Pfannkuchen. Oh nein! Das heißt oh Berliner. Wir haben halt wirklich diese eine Chance, jetzt Essen zu nehmen. Ne? Es ist kein Witz. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das jetzt letztendlich ist. Oh, das wird teuer. Island ist teuer, das sage ich dir. Jonas, noch hier. Geht von meinem Platz weg. Okay, last minute. Eine Bestellung ist schon durch. Ja. Jonas hat gerade schon was bestellt. Ich meine jetzt noch die Ergänzungen. Wir haben noch kein Brot. Ich glaube, ich habe Toast bestellt, aber ich kann mir nicht mehr angucken, was ich bestellt habe. Wir machen so Toastbrot, irgendwie sowas. Ja, irgendwas Simples. Es gibt kein normales Brot. Suche nach Brot und bekomme Kondome. Ey, aber du hast Coke Zero geholt, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Trinkst du nicht? Nein, du schon? Ja, ich trinke nur Coke Zero. Oh nein, ja, nicht so schon keiner. Das erste Problem. Also haben wir Gurke? Guck mal, ich habe nach Gurke gegoogelt und dann kommt hier die Gurke. Die heißt Hackfleisch auch. Ayo Minz. Ja, das ist so richtig komisch. Oh no. Und? Tomatensauce hast du? Ich hab Tomaten. Ah, oh Gott. Und Nudeln. Ja, submit your order. Pick up. Ja, ist egal. Today, select time. 17. Oh oh. Das hat nicht geklappt, glaube ich. Ich hab so viele Sachen schon das gemacht. Okay, wir sehen, wenn wir ankommen. Also, dann müssen wir vielleicht wirklich jagen. Good morning, ladies and gentlemen. Also, a warm welcome on behalf of the cabin crew on our flight to Keflavik. Und jetzt sind wir gerade über dem Meer Richtung Island. Ah, rechts schon die weißen Berge von Island zu sehen. Alter, wie das schon aussah. Ja. Habt ihr die Straße gesehen, die da rausgeht? Ja, voll krass. Eben nur so eine Straße, die ewig lang so durchzieht. Wir haben ja gesagt, wir haben was Verrücktes vor. Ne? Das hat auf jeden Fall auch mit solchen Straßen zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ich bin jetzt froh, Leute, dass wir da sind. Ist alles auch sehr gut organisiert, muss man sagen. Mit dem Aussteigen und so weiter, dass alles mit Abstand ist. Und ja, jetzt gehen wir alle zum PCR-Test. Sprich, bevor es in die Quarantäne geht, machen wir einen PCR-Test und dann am Ende der Quarantäne nochmal. Damit sind die Isländer halt extrem erfolgreich gefahren, dass sie praktisch jede Infektion erkennen und nichts mehr im Land haben. Ja, haben wir es geschafft, Leute. Mal wieder einen Corona-Test gemacht. War angenehm. Und ich muss sagen, einfach, die Isländer scheinen richtig gut organisiert. Überall so schöner Abstand, man ist so entspannt aus dem Flugzeug raus. Wir haben jetzt ein ganzes Büchlein hier bekommen mit unseren Quarantäne-Anweisungen. Jetzt dürfen wir nichts und niemanden mehr sehen, nur das Allernötigste. Und direkt in unsere Quarantäne-Unterkunft. Die hier, da unten sind wir gerade und irgendwo hier ist die Unterkunft. Da ist es gleich hin, aber erstmal Mietwagen holen. Sieht aus, als würde jetzt nach Hogwarts reisen. Hier ist die Wand ganz schnell. Wow! Das ist unser Quarantäne-Auto. Das soll nur unsere Sachen vom Flughafen hier rüberbringen zu einem Haus. Ihr habt gesehen, wir haben sehr viele Sachen mit. Ich hoffe, das passt da rein. Jungs, einladen. Schieb den. Schieb. Yes! Der Kofferraum ist ein bisschen klein für unsere Koffer. Das muss irgendwie alles rein. Wenn du da was rausräumst, machst du den Koffer auch nicht kleiner. Oh, eine Powerbank. Powerbank bringt dir auch nichts, wenn es nicht alles da reinpasst. Ladungssicherung 1 minus. Nicht nachmachen. Das machst du mit Gewalt. Ja. Yes! Boys! Ja, komm! Ey, wir sind noch Schwaben, kein Cent zu viel ausgeben für das Auto. Eben, ein bisschen tiefer gelegt sind wir schon. Das ist Style-Punkte, brauchen wir auch. Was geht das hier? Oh. Hier in die Mitte können wir dann noch die Einkäufe tun. Also. Ja. Die Frontscheibe ist auch noch groß. Das ist ein Top-Auto. Junge, Alter, es sieht so nice aus. Holy shit, Mann, wir sind in Island. Guck so dir das crazy an. Guck da hin. Junge. Ich halte jetzt hier an, eine Drohne startet. Ey, wir mussten einfach gerade mal anhalten. Selbst wenn wir komplett in der Wildnis sind. Wir sind ja in Quarantäne, aber ich glaube, man darf ganz kurz anhalten. Einfach nur zu gucken. Fuck, Alter, Leute. Island gönnt ja mal richtig. Das sieht so nice hier aus.
Und wir hier mit unserem kleinen Peugeot-Partner. Junge, Junge, wir werden das alles hier noch erkunden. Heute ist nur so ein kleiner Blick, so ein bisschen gucken. Wenn wir dann die Quarantäne geschafft haben, sind wir auch 100% hier und dürfen das alles genießen, ey. Schaut es euch an, Leute, das ist so, so nice. Wir gehen gerade unsere Bestellung durch, Leute. Meine ging nicht durch, aber wir können jetzt noch neu bestellen gleich. Deine ging durch, aber du hast einfach 20 Mal Coke Zero bestellt. Ja, ich weiß, was gut ist. Ich nenne so eine Aubergine. Ja, hä? Klasse. Weißt du, ich bringe die Mannschaft durch. Du hast Nudeln gekauft, 500 Gramm für eine Woche für 4 Leute. Ja. Nochmal. Ihr habt es mitbekommen, ihr müsst auf meiner Seite sein. Hey, du hast immerhin bestellt. Man muss sagen, ich habe nicht mehr bestellt, aber du hast. Ja. Ich habe aber immerhin überhaupt dran gedacht, ey, ich habe hier einen Warenkorb. In meinem Warenkorb ist zum Beispiel 8-mal Hackfleisch. Schnell konnte ich nicht tippen. Mir ging es darum, was zu safen, weißt du? Das ist so wie mit GameStop. Diese Kindersendung, wo man dann so reingelaufen ist mit dem Einkaufswagen, hat er eine Minute Zeit, alles einzupacken. Ja, genau. So bist du im Supermarkt online. Alles so irgendwie rein. Ich habe auch nur 40 Euro bezahlt. Ich habe mich schon gewundert, warum er so günstig war. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Alter, guck mal hier raus, wie sieht das denn aus? Hallo! Ey, wir sind in dem Ort, wo wir gerade Essen bestellen. Leute, wir sind immer noch bei der Essensbestellung. Ich hab bis jetzt nicht aus dem Fenster geguckt, ist jetzt zum ersten Mal in Island zugeführt. Wir sind eine Stunde gefahren, das ist jetzt der letzte Supermarkt, bevor wir in die Wildnis fahren, wo wir dann wohnen. In die Wildnis. Ist ja so. Und wir müssen jetzt bestellen und dann warten wir eine Stunde auf dem Parkplatz, bis wir es abholen können. Also, meine Bestellung ist gleich da. Das stimmt. Mit 500 Gramm Nudeln. Was hat der für einen Supermarkt genommen? Das ist so ein richtig kleiner Supermarkt. Ja, keine Ahnung. Kein Wunder, haben die so wenig. Deswegen gibt es keine Auswahl. Es war online nicht zu sehen. Es war nur so eine lange Liste mit Zahlen, welche Postleitzahlen. Und dann haben wir das nächste zu unserem Ort halt rausgesucht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Jetzt ist ja 45 Euro eingekauft. Zeig die Nudeln. Zeig die Nudeln. Nee, warte, den Porri. Das sind die Nudeln. Ja, komm hier. Einpacken und wieder ins Auto. Später. In der Schulzeit hatten wir einen Papptag. Hatten wir in der Wand Nüsse als Dämmung. Wenn wir so ein Loch in die Wand reingehauen haben. Ich hab noch Nüsse raus. Nice. Ja, das ist kein Witz. Irgendwann hat mal jemand aus Wut dagegen gehauen oder sowas. Oder ist dagegen gestoßen worden bei dem Kampf. Ich weiß nicht. Da war ein Loch und da kamen dann Nüsse raus. Und dann haben wir überall so aufgeklopft. Die Wand raus. Einfach aufgeklopft, eine Schule. Ja. Der wurde abgerissen so ein Jahr später oder so. Ehrlich? Weil er Asbest war. Aber eine Woche, ein Jahr lang war da keine Wand in der Klasse. Niemand fand es komisch. Jeder wusste Bescheid, dass einfach eine Wand fehlt. Aber es waren mehr so Eicheln und sowas. Mhm. Waren da drin. Ah, okay, ja, nee, dann, das macht natürlich Sinn. 2000 Jahre später. Okay, wow, Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt alle Sachen, wir haben sie auch eingeladen, aber schon. Warte, ich hab ein bisschen Angst. Wenn du jetzt feste bremst, ne, es liegt alles auf uns drauf. Diese Rechnung war dabei. Wir haben das mit 3 Einkaufswagen hier rausgebracht. Junge, was ist das für ein Zettel? Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Lebensmittel auf einmal gesehen. Dann bremse. Nicht nachmachen, so sollte man wirklich nicht Auto fahren. Es ist gerade ein Notfall. Wir müssen halt echt jetzt Essen für eine ganze Woche holen. Weil wir fahren jetzt raus aus jeder Zivilisation. Da kann man auch kein Essen bestellen dann oder so. Ich vergesse, wir haben hier ein bisschen Ladung. Wie das aussieht. Ey, ich fahr vorsichtig. Safety Car jetzt Phase, okay? Also rechts. Nein, vorsichtig. Wir wollen halt. Okay, es geht ab von der Hauptstraße. Kommen wir ein bisschen näher. Sind wir noch asphaltiert? Wo zur Hölle fahren wir hier hin? Outback. Ja, wirklich. Das Ziel befindet sich rechts. Ja, hier ist eine Zufahrt. Wow. Wow. Alter. Wir haben Trampolin. Goal! Oh, nice. Erstmal Trampolin. Ich sehe nichts. Ja, ein bisschen Angst, dass wir jetzt auch noch irgendwas brechen, aber es ist mega geil. Alter Schwede. Das hier, Leute, ist unsere Quarantäneunterkunft. Das hier ist der Ort, das ganze Grundstück und alles, was da drumherum dazugehört. Aber erstmal Licht hier. Alles. Uff. Oha.
Nice, Mann. Alleine die Küche hier. Ey, richtige Espressomaschine, was geht hier ab? Leute, das hier ist der Start vom Hashtag iStrip. Und wir, Jonas und ich haben es euch ja schon vorhin so ein bisschen angeteasert, was wir machen. Ne? Was uns beide verbindet, sind zum einen natürlich qualitativ super hochwertige, geile Produktionen. Das ist unsere Leidenschaft dahinter. Und Autos. Ja. Und natürlich auch E-Mobilität. Ja. Und wir haben uns hier für Island die Challenge gestellt. Wie sieht's aus? Im Winter schafft man es, und wie schafft man es, einmal Island komplett zu umrunden mit nicht einem Elektroauto, sondern zwei Elektroautos. Und es ist nicht so, dass da überall irgendwie Supercharger sind oder irgendwas, Leute. Nee, ja, wir haben nur 50 kW Ladesäulen. Ja? Wer sich da mit E-Mobilität auskennt, das ist ungefähr ein Viertel, ein Fünftel von dem, was heutzutage schon möglich wäre. Das ist noch das Beste. Also teilweise müssen wir vielleicht an der Haushaltssteckdose laden. Ja? Aber egal, wir wollen es durchziehen, Leute. Das alles startet, sobald wir unsere Quarantänephase in diesem wunderschönen Anwesen, was noch einige Überraschungen auf Lager hat, ja, unter anderem da draußen. Ich sehe schon, ihr seht es noch nicht. Wir zeigen es euch bei Tageslicht richtig, Leute. Das gibt's im nächsten Vlog. Ab jetzt gibt es nämlich jeden zweiten Tag einen neuen Vlog hier vom iStrip. Erst aus der Quarantäne und dann natürlich mit der ganzen Schönheit Islands, wenn wir auch unseren zweiten negativen Test bekommen haben. Denn wir haben jetzt schon unseren ersten negativen Corona-Test bekommen. Also der vom Flughafen vorhin kam jetzt schon an. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder und schaut auch bei Jonah vorbei. Denn der hat natürlich auch einen Vlog gemacht aus seiner Sicht. Link in der Beschreibung. Schaut da vorbei und macht's gut. Ciao, ciao.